Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen 5-Minuten-Update von JCS Charting. Ich bin Joe. Heute ist Mittwoch, der 31.07. Wir sehen hier den DAX im Stundenchart, die JFD-Indikation. Das ist der Chart, den ich morgens immer vor der Xetra-Öffnung herausgebe. Ich wollte mal auf den gestrigen Tag eingehen. Da hatte ich am Vormittag meinen Usern 18.410 als Trigger-Level gegeben mit Targets von 18.450 bis 4.66 und auch die 18.501 sind möglich. Ja, am Vormittag nach dem ersten kleinen Abverkauf, nachdem wir die ersten Min-Targets erreicht hatten oder Min-Ziele erreicht hatten, kam ich mit der Marke 18.317 heraus. Ja, und die wurde dann punktgenau mit den Microsoft-Zahlen und den AMD-Zahlen punktgenau getroffen, bevor es dann wieder wie von der Tarantel gestochen nach oben ging. Das heißt, das wurde hier nicht getriggert. Wir hatten nur einen Bounce auf diesem Level und wenn das passiert ist, in der Regel erstmal bullish zu betrachten. Wir haben dann auch die 18.501 abgeholt und wir landeten wieder bei unserer Magic Number, unserem Magnet Level 18.537. Und wir springen direkt ins Live-Geschehen vom DAX. Das ist derselbe Stundenchart von eben. Hier sieht man die Xetra-Öffnungskerze. Und wie man sieht, schloss die exakt auf der 18.539. Wenn man aber ganz, ganz genau ist, und ich bin in der Regel sehr akkurat und sehr präzise mit meinen Charts, hatten wir einen Stundenschlusskurs ein Pünktchen über der 18.539. Das heißt, diese grüne Sequenz ist aktiv und hat ein Mindestziel von 18.621. Das heißt, dieser Rücklauf hier aktuell ist nichts anderes als ein Backtest dieser letzten Hochpunkte, die wir gestern Nachmittag gemacht haben. Da hat DAX nochmal Tiefluft geholt über Nacht, scheiterte an dieser grünen Marke und hat nun diese Supportzone, die auch eine Kaufzone ist, nachhaltig bestätigt, solange die denn hält. Ich würde sogar sagen, alles, was über 18.396 bleibt, ja, bleibt bullish. Wir haben auch ein neues Magnetlevel im Block benannt. Das nenne ich jetzt hier nicht. Das wäre sonst unfair meinen Abonnenten gegenüber. Aber was wir hier noch haben, ist eine sogenannte Popgun. Das heißt, diese Kerze hier ist eingebettet zwischen dieser und dieser Kerze von Kopf bis Fuß. Und dann haben wir sogenannte Trigger-Level 18 563 zur Oberseite und 18472 zur Unterseite. Die wurde bereits heute Morgen hier getestet. Das war ein sogenannter Fake Move oder False Break zur Unterseite in unsere Supportzone. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob die ganze Nummer tatsächlich nach oben aufgeht. Wir haben noch ein Subcycle Low anstehend diese Woche. Das betrachte ich oder beurteile ich aktuell aber nur als kleine Zwischenkorrektur in der gesamten Bewegung, die wir letzte Woche gestartet haben. Und wir gucken uns noch Gold an. 4-Stunden-Chart, eine schöne blaue bullische River Wave hier mit ja, einem Zielkorridor in etwa bei 2455. Ich hatte meinen Members hier bei 2360 darauf aufmerksam gemacht, dass es eventuell ein schöner Einstieg wäre, den ich persönlich auch gehandelt habe. Und wir gucken uns das Ganze mal an, wie es jetzt aussieht. Ja, und jetzt auch hier der Live-Chart von JFD nach wie vor 4-Stunden-Basis. Aktuell sind wir bei 2419, haben also nach unserem Entry hier gute 60 Punkte bereits nach oben gemacht. Und eins kann ich verraten, eine weitere wichtige Marke, die ist auch unser Magnetlevel, liegt aktuell bei 2433. Und ich zeige euch nochmal was im H1-Chart, damit man sieht, wie wir hier arbeiten. Ja, das ist jetzt ein Stundenchart von vorgestern. Hier sieht man auch schöne inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einer fallenden Nackenlinie. Die ist jetzt hier nicht eingezeichnet. Wichtiger waren uns hier die 2395. Das war unser bullischer Trigger zur Oberseite. Wir brauchten also einen H1-Close drüber. Ja, hier sind wir dann mit dem Future Gap direkt drüber gegangen über die 2395 und triggerten diese Sequenz. Ja, und hier sieht man, wie schön das Ganze aufgegangen ist. Wie gesagt, hier waren die Trigger, die gezogen worden sind. Etwas tieferer Pullback. Erst die Mindestziele bis zu 138% angelaufen. Kleiner Pullback, das passiert relativ oft. Und dann
hier oben die letzten Ziele abgegrast. Das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar oder einen Like oder abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr mehr wollt, zu diversen Finanzmärkten, könnt ihr auch gerne ein Abo bei mir abschließen unter jcs-charting.com. Das findet ihr alles hier in der Beschreibung unter diesem Video. Also bis dann und tschüss.